Hallihallo und willkommen zurück bei Payday 2 mit Anduin. Hallo, grüß euch. Ja. Und der Tibra. Genau. Und einem neuen Auftrag. Jawohl. Wir müssen die Liste abackern. Ja, wir haben auch wieder Begleiter. Schauen wir mal. Mhm. Job ist Greenbridge. Jo. Es geht darum, dass wir Gefangenen befreien müssen. Mhm. Und wenn der befreit ist, es gibt dann nur so quasi eine Nebenmission. Ja. Wo man nur Geldtransporter aufschneiden kann. Da ist sogar wieder meine Säge mit. Das Ganze spielt sehr auf einer schön. Brücke und auf einer Baustelle neben der Brücke. Ah ja. Und Regen. Ah, mal anderes Klima. So, also gleich mal unterwegs zu den Gefangenentransporten. Mhm. Das Schöne ist, wir müssen dann den ganzen Weg retour und werden von Hubschraubern behakt und Scharfschützen. Mal was anderes, ja. Also das ist wirklich fast eine reine Ballermission. Baller, baller. Da geht es wirklich nur darum, möglichst viele Cops abzuwehren. So, wo ist da... Du? Ist das so, jetzt ist einmal wichtig, dass wir diese Transporter da öffnen. Okay. Du bist ja eh in der Nähe, oder? Wo bist du? Ja, da ist der da. Den da auch? Ah, da. Passt. Gut, und einfach verteidigen, ne? Ja, genau. Jetzt mal verteidigen, bis sie offen sind. Oh. Kann man die Helis abschießen? Nein. Gut, ich stell... So, ich würde sagen, ich stelle mal ein Sentry hier auf. Und ich da... nehmen wir im Transporter mal zwei Kids. Die frische Tasten, den wir da umschaltet, das nicht. Ja, die Gun läuft. Bohrer laufen, eigentlich wird da gestartet. Das macht nicht. Also eigentlich sind sie, glaube ich, Segen oder so. Ja, meine Säge kommt dann bei den Geldtransportern zum Einsatz. Die kommen dann weiter vorne, dort wo wir Gefangenen hin diskutieren müssen. Siege läuft weiter, passt. Alter, das beknallt mich. Wenn du ständig Schaden kriegst, einfach einmal andere Seite von dem Opfer einnehmen, weil das sind gute Schutzschilder. Okay. Ah ja. Da kommt's raus, also. Habe ich gerade in die Ecke geschossen. Hat er jault sicher. Sag mal schon mal tot, glaube ich. Also Schmerzen ist am Ende. So, 12 Sekunden, dann ist der Wagen offen. Mhm. Ah, der muss neu gestartet werden. Startest du? Ja, ja, bin schon dabei. Das ist super. Zack, 5 Sekunden noch. Oh, oh. Jede Menge. Was ist da? So. Offen. Da sind Gefangene drin. Ja. So, dann müssen wir jetzt unseren richtigen finden. Wie erkennen wir den? Das passiert automatisch, er muss nicht gleich im ersten Transporter sein. Okay. Kann auch sein, dass er
einer ist abgehauen. Ja, passt. Dann ist es wahrscheinlich in einem der anderen Transporter. Einer hat sich hingesetzt. Ah, dann ist der. Ich ihn angeschrieben habe. Da ist er. Da bin ich. Okay. Da vorne. Ich komme schon. Am besten jetzt immer bei den Gefangenen bleiben, weil die muss man immer wieder mal wachrütteln. Ja, ich muss meine Sentries einladen. Die will ich nicht hier lassen. Brauchen wir noch. So, jetzt die Körder ist kapiert. So, okay. Geht schon, beweg dich. Ah, der macht das ja. Ich werde einfach links, rechts schießen. Ja. Da vorne ist dann eine Baustelle, da müssen wir raufbringen. Okay. Da wird er dann festgeschnallt auf den Sessel. Ah, ja, dann ja, einen Ballon starten. Okay. Im Moment ist da. Ja, das ist auch kein Polizeivorstoß derzeit. Okay. Bewegst du ihn? Wir sind zu zweit abwechselnd. Okay, ja, dann geh ich nach vor und baue mal meine Sentries auf und leg schon mal ein Mummipack auf. Jetzt werden wir dann. Weißt du eigentlich, wo er hinmarschieren soll? Ja, denn das ist durch das, dass du ihn immer wieder anleitest halt. Ja. So, ich werde eine Sentry hier positionieren. Okay, ah. Dann lege ich da beim. Ist der, ist, geh weg. Ich hab da ein paar. Was? Holen. So, jetzt ist dort der Geldtransporter, genau. Okay, da rauf. Ja. Ich komme da nicht rauf. Na, da nebenbei. Ah. So, genau. Da ist er. Immer an. Immer in Bewegung halten. So, jetzt müssen wir da rauf. Darauf. Die legt dann da oben Mummipack auf. Ja. Ich leg dann mal dazu. Sehr schön. Hey. Richtig. So, genau. Hier rauf. So, er muss sich bewegen. Ich stell da mal Sentry her. Okay. Und lege ihn nur weg auf. So. So, und ich gehe runter. Du kannst da oben bleiben und einfach schauen, dass niemand zu ihm hinkommt von den Polizisten. Okay. Und ich geh runter. Mummipack. Hab ich aufgelegt. Ah ja. Ja, hab schon. So, Center ist wieder befüllt. Dann kümmere ich mich. Ah, der ist auch da. Sehr schön. Okay, hat neu gestartet. Auch noch die Geldtransporter, dann nehme ich auch noch. Dann bringe ich schon das Zusatzgeld. Mhm. Irgendwie muss man sich sein Lebensunterhalt heute finanzieren. Ja, genau. Sinnvoll. Sinnvolle Umverteilung ist das.
gleich diese Waffen. Okay. Ah, das sind die Decker. Schwammerl. Meine Sentry schießt nach oben. Das passt. Okay, ich lieg da. Ah, der ist offen. Sehr schön, sehr schön. Geldtransporter ist offen, das heißt, ich schneide dann mal die ganzen Kassetten auf. So, das Geld ist gesichert vom Transporter. Das besenkt da unten neu laden. Okay. So, jetzt müssen wir das Geld loswerden. Immer beim Bewachen. Ja, ja, passt schon. Und zwar ist da. Ups, weg ist er. Zack. Erste Geldtasche ist drinnen. Er wurde abgeholt. Ja, passt perfekt. Dann nehme ich noch Kohle auf. Ah, Kohle sage ich. Muni? Ja, unbedingt. Da muss man Sentry noch holen. Von da oben. Oh, oh, oh. Ach. Hab die Sentry, hat man nur mitgenommen und runter geht's. Jetzt müssen wir die ganze Brücke retour. Okay, wo ist der? Ah ja, da ist der. So, Geldtaschen sind alle in Sicherheit. Wo ist Abgang? Abgang, Abgang ist da. Okay. Bist du noch hinter mir oder wo bist du? Ich bin gleich mit dir. Ah, sehr schön. Passt. Dann da mal nach vor. Oh ja, wir nehmen die ja. Jetzt müssen wir da den wegräumen. Wen? Da der eine Transporter. Da haben sie aber eh schon einen Bohrer dran. Ich stelle da wieder meine Senkpris auf. Das dauert jetzt wieder ein bisschen. Und okay. Ihr kriegt noch mein Moneypack, ich leg's da schon hier. Okay. Und gleich dann in einen Transporter. Ich leg. Genau, noch mehr First Aid Kits. So. Ja, wir haben da viel weniger Hubschrauber. Ah, es geht schon weiter. Ist schon aufgebaut. Dann an dem Anhänger da vorbei. Ja, ja, ich hab sie gesehen. Ich bin ein bisschen abgeschlagen. Bin ein Nagel. Ich bin eh hinter dir. Ach so. Ich habe nur meine Sentries geholt. Bin hinter dir. Den einen Sentry lassen wir jetzt da hinten stehen. Das, was uns folgt, wird mit dem vernichtet.
So, hier gibt die aus. Die Brücke da runter nach. Ja, ich stelle das zweite Sente auf. Ja. Hinter uns kommen jede Menge Cops und da runter jetzt. Okay. Und zwar ganz nach hinten. Ganz nach hinten. Ja. So, da nochmal. Da, na, so. Und da runter. Und da steht unser Taucherzeug. Ist das geil? Ah, ist das cool. Das verwendet man jetzt natürlich nicht mehr, aber ich finde irgendwie die Details finde ich irgendwie geil. Aha. Ja, und das war die Green Bridge. Ja. Ist natürlich wesentlich anspruchsvoller für höheren Schwierigkeitsgrad. Aber jetzt machen wir das mal so durch, kämpfen uns durch alle Schwierigkeitsgrad und fassen zum Schluss die Riesenhörnchen aus, ne? Genau. Ja, ob wir so weit kommen, werden wir sehen. Weil ich glaube, First Man Down ist schon ziemlich heftig. Mhm. Mit letztens das Mayhem schon gereicht im Safehouse. Stimmt. Also zum Beispiel die Mission da, die würde ich nicht machen wollen im Mayhem momentan. Okay. Mit dem derzeitigen Skill, was ich habe. Du packst schon eine relativ gute Gruppe, glaube ich. Na bitte. Hab nochmal Cash gezogen. Ja. Das war's. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch, schaut wieder rein, wenn wir irgendwas ausräumen, zerlegen oder sonstiges. Ciao. Ciao, ciao.